Hallo meine Lieben, ich hoffe sehr, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Bei uns war es wirklich sehr schön. Wir haben total viel Zeit mit unseren Liebsten verbracht, die Familien besucht und ja, leuchtende Kinderaugen gesehen. Und ich hoffe, es war bei euch auch schön und ihr konntet die Feiertage auch genießen. Jetzt gehen wir auf die ja, Silvesternacht zu. Da werden wir auch hier schön einen gemütlichen, hoffentlich gemütlichen Abend verbringen. Wir haben Freunde eingeladen. Ja, und mal gucken, ob die Kinder durchhalten bis Mitternacht. Ich hatte mir überlegt, ich habe jetzt Zeit, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich zeige euch mal, was in den letzten Wochen in meiner Lampe war, beziehungsweise welche Kerzen ich anhatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal dieses Aufgebraucht-Video gemacht habe, ist aber bestimmt schon ein paar Wochen her. Ich habe nämlich hier wieder eine ordentlich große Kiste voll, wie ihr sehen könnt, mit Dingen, die ich leer gemacht habe oder gebraucht habe. Und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt dafür. Ich zeige euch mal, welche Kerzen ich wirklich richtig leer gemacht habe. Damit fange ich jetzt einfach mal an. Und den dürftet ihr kennen. Wer mich länger guckt, weiß, dass das einer meiner absoluten Lieblinge ist. Der Flora Parfüm aus der Paris-Reihe von Colonial Candle. Und ja, das restliche Wachs, was sich hier unten drin befindet, hat sich jetzt, ist von alleine ausgegangen und daher brennt es nicht mehr. Es hat sich auch verfärbt. Es war mal rosa. Jetzt hat es so einen unangenehmen Ton angenommen. Ich werde das mal rausbröckeln hier und vielleicht nochmal in die Duftlampe legen, aber ich weiß nicht, ob es noch viel Duftöl enthält. Auf jeden Fall ist der dann leider leer und ich habe jetzt noch ein paar Melts, also eine Schachtel von diesen Zimmer Snaps mit ein paar Würfeln und dann ist er wirklich weg und das ist echt schade. Aber der war so schön und ja, hat mir viel Freude bereitet. Dann habe ich ein Glas nahezu leer gebrannt, das, wie ihr sehen könnt, von Heart and Home ist, der Tannenbaum. Jetzt seht ihr auch, warum ich es nicht komplett leer gemacht habe. Ups, es rußt nämlich wie verteufelt. Also ich habe den Docht natürlich kurz gehalten, der ist aber, wie ihr sehen könnt, auch nicht ganz mittig. Und trotzdem, ich die Kerze gepflegt habe, ist da wirklich eine Rußschicht entstanden. Das fand ich nicht so schön. Und darum habe ich den jetzt beschlossen, wegzutun, den Rest. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tannenbaumduft gewesen. Auch die Optik von dem Glas gefällt mir sehr gut. Also auch hier dieser schöne bedruckte Deckel gefiel mir sehr, sehr gut. Ich habe den auf der Heizung hier hinter mir stehen gehabt und habe den dann angemacht. Und mit dieser Heizungswärme, die den Duft getragen hat sozusagen, war der wirklich gut wahrnehmbar. Ich habe am Anfang ihn woanders stehen gehabt, das war nicht so der perfekte Ort. Auf der Heizung war der super, kann ich nicht anders sagen. Intensiv und ausreichend fürs große Wohnzimmer. Dann habe ich noch eine Kerze von Bath & Body Works leer gemacht, und zwar Marshmallow Fireside. Auch da ist das ausgegangen von alleine hier, die Flammen, er lässt sich nicht mehr anzünden. Ach, und den habe ich echt sehr, sehr gerne gebraucht. Der war wirklich toll. Der war so ein Marshmallow, rauchiger Duft, sehr vanillig, sehr süß und intensiv. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ich glaube, das ist auch einer, den Bath & Body Works immer mal wieder im Sortiment hat. Und das Glas gefällt mir auch super gut. Vielleicht mache ich da noch was mit. So, das waren die Kerzen, die wirklich ganz leer geworden sind. Ich glaube, das waren sie auch, ja. Machen wir mal weiter mit den Kerzen, die sonst noch gebrannt haben. Ich habe hier dieses Glas mit dem sehr coolen Deckel von Goose Creek mehrfach angehabt. Wie ihr sehen könnt, ist das eine kleine Diva. Der poolt nicht so schön. Aber ich finde das Label super schön. Das ist Sweater Time. Ein sehr schönes weihnachtliches Label. Der riecht auch so nach Apfel, Tanne. Sehr fruchtig und sehr festlich. Ich mochte den gern und werde jetzt versuchen, diesen Rand, der sich da gebildet hat, auch nochmal aufzulösen. Und dann kommt der für nächsten Winter wieder in den Schrank. Denn ich habe so ein bisschen die Nase voll von den Winterdüften, muss ich ehrlich sein. Im Moment brennt bei mir auch was mit Limette und Bergamotte. Das, ja,
passt so gar nicht zu Weihnachten, aber irgendwie bin ich damit durch mit Gewürzen gerade. Den hatte ich hier auch viel an. Holiday Magic ist das von der Simply Home-Reihe. Die Gläser sehen ja etwas anders aus von der Größe. Ja, und das ist ein sehr festlicher, rauchig, apfelig, tanniger Duft. Sehr schön und wirklich festlich. Die Intensität war okay. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die vom Duftölanteil genauso gut sind wie die anderen Yankee Candle Gläser. Also ich habe den auf dem Wohnzimmertisch stehen gehabt, einfach direkt in der Nähe bei mir und dafür hat die Intensität dann gereicht. Aber ich weiß nicht, ob der einen großen Raum schaffen würde. Aber ein schöner, festlicher Duft. Welcher der absolute Duftklassiker und auch die Duftbombe schlechthin bei mir ist, ist dieser Spiced Orange. Ihr könnt ja schon sehen, wie dunkel, dunkel, dunkel das Wachs ist. Und da tritt wirklich richtig, da oben könnt ihr es, glaube ich, erkennen, da tritt richtig Duftöl aus dem Wachs aus. So getränkt ist das Wachs. Und der riecht unheimlich stark. Also den finde ich, da kann man in der ganzen Wohnung wahrnehmen. Ein sehr schöner, sehr herber Orangenduft. So richtig schön voll fruchtig und auch nicht zu süß. Der gefällt mir super gut. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal einen nachkaufen, wenn der irgendwann mal leer sein sollte. Dann habe ich einen meiner liebsten Düfte für den Winter und zwar ist das Christmas von Kringle. Den habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, auch schon eine ganze Weile runtergebrannt. Das ist der perfekte Weihnachtsbaumduft. Der riecht richtig schön nach frisch geschlagener Tanne, hat gar keinen Schaumbadanteil, es ist richtig frische Luft, Tannenwald. Ja. Enthalten sind sibirische Fichtennadeln, Zedernholz, Sandelholz, Moschus und Holz. Also das steht ja hier immer oben auf dem Deckel. Und der ist super intensiv, die Duftabgabe ist toll. Das Glas wird auch gefühlt überhaupt gar nicht leerer. Also von daher hält der auch wirklich lange. Und ja, einer der absoluten Favorites. So, dann habe ich einen ganz kleinen Hauswurmer im Gäste-WC Christmas Wreath angehabt. Den habe ich mal irgendwann ertauscht. Ja, und der riecht für mich nach Baumkranz hier, genau nach diesem Kranz mit Zitrone. Also ein zitrischer grüner Duft ist nicht mein Favorit. Ich bin auch ganz froh, dass ich den nicht sofort in groß gekauft, sondern eben erstmal getauscht habe. Und ich glaube nicht, dass ich den nochmal kaufen würde. Da ist mir zu viel Zitrone neben der Tannennadel drin. So, dann habe ich gerade aktuell brennen gehabt, deswegen ist auch noch ein Illuma-Lid drauf. Der Winter Garden, den hatte ich mir bei Amazon bestellt für kleines Geld. Ich glaube, der hat irgendwie unter 20 Euro gekostet. Und leider ist er sehr dezent, finde ich. Der könnte stärker sein. Das wird einer sein, den ich im Badezimmer aufbrauchen muss, weil ich glaube, sonst ist der kaum wahrnehmbar. Aber ein wunderschöner, grüner, frischer Duft. So Tannennadel mit Schnee passt da wirklich perfekt zu. Und ja, den werde ich mir dann jetzt mal ins Bad stellen und den da mal laufen lassen. Denn ich glaube, das Bad hat von den Quadratmetern natürlich wesentlich weniger. Da wird der Duft, hoffe ich, wahrnehmbarer sein als hier im großen Wohnzimmer. Welcher wieder super wahrnehmbar war, ist der Candy Cane Lane. Das ist wirklich ein Minz-Schokoduft. Der ist süß, der ist minzig, der hat wirklich so eine wirklich schon schokoladige Lebkuchen-Unternote. Total angenehm und ich finde, der ist fast schon wirklich so Foodie-Minze, wie so ein Minzplätzchen mit Schokolade riecht der. Viele lieben den sehr, ich kann auch verstehen, warum, aber es ist nicht mein liebster Minzduft, sage ich dabei. Wobei er wirklich schön intensiv ist und das ist das Tolle, also den nimmt man wirklich sehr gut wahr.
Dann habe ich noch Winterglow angehabt. Auch den nimmt man nicht so schön. Huch. Auch nee, den nimmt man nicht so schön wahr. Ich habe gehört, dass der Hauswarmer deutlich intensiver sein soll als der Tumbler hier. Ja, leider, weil der Duft ist wirklich schön. Es ist auch ein ganz frischer, klarer Duft. Da finde ich, riecht man ein bisschen was von Schaumbad. Also der hat so eine seifigen Einschlag. Ja, den finde ich wirklich schön, aber leider auch zu schwach für mein Wohnzimmer. Darum ist das auch ein Kandidat, der leider umziehen wird ins Bad. Jetzt noch ein Kringelduft. Snowcapped Fraser. Den habe ich bei TK Maxx geschossen. Ich weiß nicht mehr, für 15 Euro oder so. Ist auch nicht das ganz große Glas. Den habe ich natürlich auch wegen dem Namen gekauft. Ne? Wer Outlander guckt, liebt den Nachnamen Fraser. Ja, und das ist halt so ein Fichtenbalsam, frisch grüner Duft, Pinie, Gewürze, Amber, Moss und Wood stehen hier vorne drauf. Das ist echt schön, dass man die Duftkomponenten da nochmal so zusammengefasst hat. Auch der war super intensiv. Ich kann bei den Kringle-Gläsern hier bisher nichts Negatives sagen. Die brennen super ab, die durch die zwei Dochte, die sind intensiv, die verbrennen auch nicht sehr schnell. Also den habe ich wirklich lange angehabt und da ist kaum was weg. Also total schöne Sache, die Kringle-Gläser. Dann noch den Holiday Sage. Das ist der, den ich sofort mir auch als Backup besorgt habe, weil ich den Duft wirklich liebe. Das ist ein ganz, ganz toller Duft, der nach Salbei duftet, irgendwie auch nach Rosmarin. Der hat ein bisschen was Zimtiges, Warmes drin, ist aber insgesamt ein sehr tannennadelig grüner Duft. Ja, und dieser Salbei, der kommt da richtig schön raus. Also wunderbar festlich, total intensiv. Ich habe auch einen erwischt, wie ihr seht, mit schöner Maserung. Da ist viel Duftöl drin. Ja, und den habe ich mir sofort dann nochmal gekauft, weil ich mir gedacht habe, wenn der irgendwann mal leer geht, das ist so einer der ganz wenigen, wo ein Backup her musste. Wobei das Label ist nicht so besonders schön, ne? Aber der Duft ist super. Und mein Heiligabendduft, wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Seit Jahr und Tag ist es Home for the Holidays. Das ist einfach der Weihnachtsduft für mich. Der ist mega intensiv, da läuft auch das Duftöl schon aus. Guckt mal, was das für Flecken hier an Öl rauskommen. Der ist mega intensiv, der ist wunderbar festlich, so riecht Weihnachten für mich. Das ist ein Duft, der nach leichtem Rauch hier, nach dem Kaminfeuer duftet, ganz, ganz viel Tanne hat, kuschelig ist, einhüllend ist. Sehr festlich und leicht gewürzig auch. Also den mag ich unglaublich gerne an Weihnachten. Ja, und das ist jetzt hier mein letztes Glas. Wenn das wirklich leer ist, muss ich dringend Nachschub organisieren, denn der ist jetzt seit Jahren schon immer mein Heiligabendduft. Ja, das waren die Gläser. Haben wir schon wieder ganz schön gequatscht, ne? Sind schon fast wieder 14 Minuten. Machen wir weiter mit den Melts. Da habe ich letztens drin gehabt Aloe Vera und Lavendel von Duftimpressionen. Auch ein super schöner Duft. Cremig und zart und umhüllend wie eine Bodylotion. Den Lavendel, den riecht man eher unterschwellig, dezent. Die Aloe Vera Note, diese Cremenote ist da total im Vordergrund und den habe ich sehr geliebt. Ein wirklich schöner Aloe Vera Creme-Duft und den würde ich bei Duftimpressionen auch sicher nochmal bestellen. Dann von Iceflower Baby It's Cold Outside. Den hatte ich in dem Tauschpaket von Suli und der musste sofort dran glauben. Das war der perfekte Tannennadel-Schaumbad-Duft ever. Wunderschön, hat mir unheimlich gut gefallen. Das ist total meins und auch der hat mir diese Vorweihnachtszeit sehr versüßt. Dann habe ich mir von Enchanted Scents die Aurora aufgebraucht. Das war die Aurora, ist glaube ich Dornröschen, ne? Aus der Disney Prinzessinnen-Edition war der Duft.
Den habe ich sehr gerne gehabt, ein wunderschöner Duft. Ich fand die ganze Kollektion von Mone da sehr gelungen. Nur war die Duftabgabe nicht so perfekt. Ich habe also wirklich das halbe Melt-Tier aus diesem Cup benutzt. Und dann ist der Preis ja doch etwas hoch, weil ich glaube, man zahlt auf jeden Fall über 4 €, ich glaube sogar 5 € für diesen Cup. Und wenn man dann nur 2 Portionen rausbekommt und die Duftabgabe damit dann gut ist, für mich gut ist, ist es echt teuer. Aber Aurora war wirklich ein toller, femininer, pudriger Duft. So ein blumig-rosen-Eintouch hatte der. Und ja, gefiel mir auch sehr gut. Dann habe ich von Scentsy einen meiner Lieblingsdüfte drin gehabt, der Silver Bells. Und Silver Bells riecht nach Minze, nach Birne, nach Süßigkeiten. Ein super schöner, süßer Minzduft. Ja, den liebe ich heiß und innig. Bin ich froh, dass ich den jetzt auch noch einmal voll habe und einmal so. Den habe ich auch, glaube ich, schon, also mindestens eins von diesen Bars leer gemacht. Ich liebe Silver Bells. Das ist wirklich so einer, der im Winter bei mir sein muss, weil er wunderschön minzig ist. Dann habe ich einen älteren von Scentsy, den habe ich mir mal aus der Schatztruhe gekauft, und zwar ist das Iced Pine. Der ist leider raus, denn auch der ist ein total toller Pinienduft mit ganz viel Kälte drin. Der hat auch so eine Spur Eukalyptus oder sowas dabei. Ein wunderschöner Minz, ach, ein Eukalyptus-Tannennadelduft. Iced Pine, den fand ich auch toll. Dann habe ich Cranberry Ice von Yankee Candle mir ein halbes Tart reingemacht. Und der gefiel mir so gut, dass ich mir da einen Housewarmer anschaffen werde. Der ist nämlich super schön herbfruchtig Cranberry. Ganz toll und riecht auch echt authentisch nach Cranberries, finde ich. Und der hat gar nichts Süßes drin, sondern der ist einfach nur herb. Und das ist plötzlich irgendwie in meiner nicht-fruchtliebhabenden Nase eine totale Wohltat gewesen. Und den habe ich mir überlegt, kaufe ich mir in groß. Denn ja, das war einfach irgendwie so eine Fruchtoffenbarung, warum was auch immer. Der hat es mir angetan, Cranberry-Eis. Dann habe ich von Village Candle mir Honey Cream gekauft gehabt. Den haben sehr viele total gehypt, vor allem in so einer Facebook-Gruppe, in der ich bin. Da haben die Housewarmer irgendwie reihenweise alle aufgekauft. Und da ich ja nicht so die Foodie-Nase bin, habe ich mir gedacht, ich kaufe nicht sofort ein Glas, ich nehme erstmal die Melts. Und kann total verstehen, warum der gehypt ist. Also selbst für mich, die nicht immer so schwer und süß mag, ist der einfach total toll. Der riecht nämlich wirklich nach warmer Milch mit Honig und Popcorn, so dieses karamellige Süße von diesem Popcorn ist da drin. Ganz bisschen Zimt, unheimlich foodie, warm, zuckrig, süß. Also wenn man den anhat, dann hat man einfach Lust auf Karamellpopcorn, warm aus direkt aus dem Karamellpopcornofen. Also der ist ganz toll. Und für Foodie-Nasen sichert euch diesen Duft, bevor der rausgeht. Also der ist unglaublich schön, kann ich echt nur unterstreichen. Dann hatte ich Lust auf was Fruchtigeres und habe mir dann mal den Country Apple geschnappt von Beautiful Fragrances. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Bath & Body Works Duft ist. Der riecht nämlich sehr parfümig, apfelig, sehr spritzig, sehr schön, fruchtig, säuerlich. Und irgendwas riecht an dem so, als wäre es Bath & Body Works. Ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich einer ist, aber ich mag den sehr. Und der ist so ja, spritzig, apfelig, dass ich den wirklich mag. Ich mag diese mehligen, süßen Apfeldüfte nicht. Und der ist halt wirklich schön spritzig. Und daher gefiel mir der mir auch sehr gut. Dann habe ich leider meinen Tamino leer gemacht von Doris. Das war noch ein Stückchen hier drin und der ist jetzt weg. Tamino war einfach ein wunderschöner, oh, wunderschöner, parfümiger Cremeduft.
Und den würde ich mir sofort nochmal nachkaufen, wenn der wieder in den Shop kommt bei Doris. Dann habe ich die schneebedeckte Tanne von Mone leer gemacht, also Enchanted Sands. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Der war auch nicht so intensiv, wie ich ihn gerne hätte. Und die Tannennote da drin war etwas künstlich. Das war auch nicht so meins. Es war so ein bisschen zu süß für den Tannenduft, fand ich. Aber ja, ich habe das Melt jetzt aufgebraucht und den gibt es ja auch in diesem Winter nicht mehr. Von daher, ja. Dafür war der Oberknaller und auch direkt nachgekauft beim letzten Restock Miss Marple und Sherlock von Mone. Das ist einfach ein Duft, den kann man kaum beschreiben. Also, was Mone da zusammengemischt hat, das ist einfach eine, ja, Fügung gewesen. Das gehört zusammen. Das ist ein wundervoller, wundervoller, ja, nicht feminin und auch nicht maskulin, sondern so, ja, Unisex-Duft oder wie man es nennt. Der ist einfach parfümig, ohne zu viel zu sein. Der ist sehr intensiv. Der hat was Rauchiges vom Sherlock, nehme ich mal an. Der hat aber auch was Feminines, was Blumiges. Also irgendwie ist es alles drin vorhanden. Und je länger der in der Lampe ist, desto schöner wird er. Also ich fand den grandios. Ich weiß, dass der auch echt beliebt bei ihr ist. Und sie hatte den im letzten Restock und habe ich mir direkt was wieder nachgeordert. Dann The Perfect Tree von Yankee. Auch ein wunderschöner Tannenduft, kann ich auch nicht anders sagen. Der war mir jetzt als Tat intensiv genug. Ich hoffe, dass der Housewarmer auch intensiv ist, denn der ist auf dem Weg zu mir. Ich weiß auch nicht. Im Moment habe ich es mit den Tannen, ne? Dann hatte ich Schnurz drin von Doris. Das ist, glaube ich, auch ein Ja, das war eins der Laschmäuse, die ich total gerne mochte. Der war auch parfümig, der war auch nicht zu stark. Hat ja so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Also ich mochte Schnurz sehr gern. Ich habe aber keine Ahnung, wie das Original heißt. Dann hatte ich noch eine Maus von Doris It's White. Und den habe ich natürlich angemacht, als es hier angefangen hat zu schneien vor 2 Wochen. Ja, das war auch so ein total typischer. Also ich finde immer, wenn man da in so einen Laden reingeht, der Duft eingefangen, der da so in dem ganzen Laden rumschwirrt, den kann man einfach in diesen Mäuschen wiederfinden. Und das, ja, ich mag es sehr, sehr gern. Dann habe ich Stille Nacht aufgebraucht von Doris aus dem letzten Adventskalender, weil ich Nachschub bekommen hatte, wie ihr vielleicht in dem Haul-Video von Doris gesehen habt. Und Stille Nacht ist ein wunderschön cremiger Duft, unglaublich angenehm, nicht zu so aufdringlich. Ach, den habe ich auch echt geliebt und bin froh, dass ich den jetzt nochmal habe. Dann habe ich Blütentraum von Duftimpressionen drin gehabt. Ihr merkt schon, ne? Das ist auch vieles nicht jahreszeitgemäß. Und Blütentraum erinnert mich sehr an Lake Sunset von Yankee. So pfirsich, floral und cremig und zart. Und ja, das war auch ein ganz, ganz toller Duft. Würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Welchen ich nicht nachkaufen werde, ist von Heart and Home das Winterbeeren-Duftmeld. Das war mir einfach zu teuer für die Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es riecht schön nach Cranberries. Es riecht auch sogar sehr ähnlich zu dem hier, der mir auch ja super gefallen hat. Aber hier ist die Cranberry-Note künstlicher. Und er war lange nicht so intensiv wie der von Yankee. Von daher, nö, der wird nicht nochmal in meinem Warenkorb landen. Dann habe ich Honey Wash als Mäuschen gehabt, also Honey I Washed the Kids. Das ist ja so ein Honig, Milchduft, der ist wunderschön, kann ich immer wieder empfehlen. Honey Wash habe ich auch bestimmt schon 3 oder 4 Mal aufgebraucht, der ist toll. Dann hatte ich von meiner lieben Duftfreundin Manu der Agathe Maus
The Perfect Christmas Spice bekommen. So sieht er aus. War so ein Tannenbaum, glaube ich. Ich glaube, es war ein Tannenbaum. Und der riecht wirklich ultra schön, gewürzig, orangig. Der geht so in die Kitchen Spice von Yankee Richtung. Ja, also der war der totale Weihnachtsduft. Liebe ich sehr, The Perfect Christmas Spice. Vielleicht gibt es den ja irgendwann nochmal. Ich glaube, dieses Jahr war er nicht im Shop, aber ein Bröckchen habe ich ja noch. Und ich friere mir das immer ein, was so jahreszeitenmäßig erst wieder in 12 Monaten dran ist. Da kommt immer eine Box mit den Melts dann in die Tiefkühltruhe und das klappt super. Und dann hat man im nächsten Winter, wenn man die rausholt aus der Tiefkühltruhe, hat man die wirklich, ja, da ist kein Duft verloren gegangen über die Monate. Von daher, der wird wahrscheinlich eingefroren. Dann habe ich einen Ocean Mist drin gehabt von Bea. Das ist jetzt hier der zweite. Und das ist ein sehr schöner, floral-aquatischer Duft. Der hat sehr viel Lilie oder Wasserlilie oder sowas drin. Und sehr aquatisch. Und das war auch wirklich mal eine schöne Abwechslung zu den ganzen winterlich gewürzigen Sachen. Und ich mag den vor allem im Bad total gerne. So, dann habe ich leer gemacht meinen Rosemary Mint von Scentsy. Der schönste Mintduft ever. Ich liebe den. Ich habe da auch noch 5 oder 6 von den Dingern in der Tiefkühltruhe. Das ist einfach Rosmarin und Minze und eine Spur Süße und ja, für mich der absolut schönste Minzduft, den ich kenne und der wird wahrscheinlich auch nicht mehr vom Thron gestoßen. Also ich bin froh, dass ich da noch Backups habe. Dann hatte ich mir ja bei Cozy Shop, den Holiday Embers bestellt von Goose Creek. Den habe ich dann auch direkt mal ausprobiert und ich habe den parallel dann zu meinem Home for the Holidays Hauswurmer angemacht, weil der wirklich in die gleiche Richtung geht. Also ich rede von dem hier, ne? Der ist nur nicht ganz so gewürzlastig, sondern hier riecht man wesentlich mehr Orange und Kaminfeuer raus und die Tanne. Die Gewürznote ist eher unterschwellig, also ist ein super schöner Ersatz für den Home for the Holidays. Und wenn ihr mal so die Duftrichtung ausprobieren wollt, dann kann ich euch den empfehlen. Dann hatte ich von Beautiful Fragrances Lebkuchen drin. Ja, total schön, total authentisch. Der roch echt nach diesem frisch gebackenen, teigigen, noch weichen Lebkuchenherz. Richtig schön. Ja, kann ich euch auch empfehlen, wenn der nochmal im Shop sein sollte. Dann habe ich noch ein Mäuschen aufgebraucht, American Dream. Und das ist meine absolute Lieblingsmaus von Doris. Der ist einfach, es ist zu diesem Conditioner American Cream, das Dupe. Und der ist einfach super schön. Der heißt, da soll Erdbeer mit drin sein, dass ich nicht so rausriechen kann. Für mich ist der einfach nur wohlig, warm, kuschelig. Sowas von Kaschmir hat der irgendwie, also der hüllt mich so ein und ja, da habe ich noch eine große Tüte von mit American Dream und ja, sehr, sehr toller Duft, einer meiner Liebsten. Dann noch 2 von Doris, das waren auch 2 Mäuse, Angel Face und Rudolf. Die beiden haben mir nicht ganz so gut gefallen, ich kann auch nicht so genau festmachen, woran es lag. Ich weiß nicht, ob da vielleicht zu viel Zitrone drin war oder so, keine Ahnung, es war auf jeden Fall irgendwie von den ganzen Mäuschen jetzt nicht so die beiden Favoriten für mich, aber ist ja auch nicht so schlimm. Die anderen waren dafür ja toll. Dann habe ich von Doris Madame Royale angefangen. Das war hier so ein schöner Cupcake, ich glaube mit Rosen drauf, könnte man noch so ein bisschen erkennen, ne? Das ist für mich ein Rosen- und Champagnerduft, so würde ich den beschreiben. Der riecht sehr, sehr schön nach Rose, ohne so altbacken zu sein. Der hat was Pritzelndes drin, so ein bisschen was Champagnermäßiges, Prosecco-mäßiges und rote Beeren. Und die Kombi ist total toll. Ja, mag ich total gerne. Also wer Blumendüfte mag, Madame Royale ist wirklich eine Empfehlung.
Dann habe ich noch von Sweet Mamsell den Pearls of Winter und Warm Vanilla Sugar reingemacht. Da habe ich so Brittles mir mal zusammen mischen lassen. Und das ist halt so ein... Ja, also Warm Vanilla Sugar kennt man ja, ne? Das ist so ein Bath & Body Works Duft, der sehr nach parfümigem, vanilligem Vanillezucker riecht. Und Pearls of Winter ist irgendwas mit Minze und mit Schaumbad. Und die Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ist für mich auch wirklich eine Wintersache, ne? Durch diese Minze da drin, irgendwie, das ist ein kuscheliger Minzduft. Und den mag ich gerne. Ich kriege schon Platzprobleme hier. Dann von Iceflower Blueberry Meringue. Und das war mal, ist eigentlich so ziemlich der erste Blaubeerduft, der mir richtig gut gefallen hat. Der hatte sowas von Zitronenkuchen, von Frucht und halt von Blaubeere. Ja, und den mochte ich total gerne. Den habe ich, glaube ich, auch von der Suli bekommen. Auf jeden Fall ein toller Duft. Wäre jetzt für mich vielleicht kein Nachkaufkandidat, einfach weil ich auf die Blaubeeren nicht so gut klarkomme. Aber der war wirklich mal ein toller Blaubeerduft. Dann hatte ich selbstgegossene Melts von jemandem im Tauschpaket von April Shower. Das ist auch ein Yankee-Duft. Und der riecht total nach Lenore. Total. Absoluter Wäscheduft. Sehr intensiv war der und ich habe mir den tatsächlich auch schon mal gesichert. Ich habe den ertauscht jetzt als großen Hauswarmer, weil das ist so für mein Gefühl der perfekte Frühlingsduft. Und darum habe ich April Showers geliebt und direkt schon im Schrank in groß gekauft. Dann habe ich Christmas Magic leer gemacht. Das ist ja einer der neuen Düfte für Weihnachten gewesen. Und den habe ich sehr, sehr gemocht. Das ist ein Tannennadelduft, obwohl das Wachs rot ist, ist das trotzdem ein Tannennadelduft. Riecht für mich total angenehm, winterlich, frisch und klar. Und ja, ich finde, so eine leichte Teenote hatte der irgendwie, was von so einem Früchtetee noch mit dabei. Und der gefiel mir super. Also er hatte auch kaum Zimt oder irgendwie was, sondern wirklich so Früchtetee, Tanne, Schnee, Glitzer, also... Ein wirklich schöner Winterduft. Mir hat der super gefallen. Dann habe ich von Kringle ein älteres Melt mal ausprobiert. Welcome Home heißt der. Ich glaube, den gibt es auch immer noch, aber dann in einer anderen Optik. Und das ist Home Sweet Home von Yankee. Zimt mit Tee, mit Gewürzen, mit Nelke. Sehr winterlich, sehr kuschelig, also so richtig schön zimtig nach Hause kommen, einlullen in die dicke Kuscheldecke, dicke Socken an. Das ist Welcome Home. Dann habe ich noch, meine Güte, die wird überhaupt nicht leerer, die Kiste. Seelenschmeichler von Iceflower. Das war ein wirklich schöner Cremeduft. Das war cremig, einhüllend, süß. Der hat auch auf jeden Fall was Süßes. Und von den ganzen Cremedüften, die ich so kenne, war das jetzt nicht mein Favorit. Aber er war auf jeden Fall sehr intensiv und auch schön. So, dann haben wir Bedtime Baby Chamomile. Das war ein Goodie von Bea. Und das war so eine schöne Kinder-Body-Lotion, Kamille-Duftrichtung. Gefiel mir super gut. Bedtime Baby ist, glaube ich, irgendwas mit Lavendel oder so. So eine Lavendelmilch irgendwie. Und Chamomile ist halt die Kamille. Ein sehr, sehr schöner, beruhigender Schlafzimmerduft. Kann ich auch empfehlen. Dann habe ich Teestunde aus dem letzten Adventskalender 2016 gehabt. Und Teestunde war ein unheimlich schöner Teeduft. Kann ich total nachvollziehen, dass den viele total geliebt haben. Ja, riecht auch immer noch unheimlich schön. Es ist so ein Früchtetee gewesen.
Sehr angenehm. Ach ja, das war auch wirklich einer, den ich echt mochte. Und Teestunde, Doris, kommt der nochmal? Den fand ich herrlich. Wirklich herrlich. Toller Duft. So, dann habe ich ein altes Melt von Spiced Pear aufgeschnitten. Das ist auch ein uralter Duft von Yankee gewesen. Ist noch im ganz alten Label, wie ihr seht. Und ja, ich vermute, der ist schon zu alt. Er riecht ganz dezent noch nach Birne, aber fast kaum noch wahrzunehmen. Und es tat mir wirklich leid drum, denn den hätte ich echt sehr, sehr gerne mal so gerochen, wie er denn riechen soll. Aber bei den alten hat man manchmal Pech, dass das Duftöl sich verflüchtigt hat. Und ich glaube, bei dem ist es der Fall, denn so dezent glaube ich nicht war. Da war er bestimmt nicht ursprünglich. Dann Midnight in Milan von Duftimpressionen. Auch ein älteres Smell, das hatte ich schon lange. Und das ist für mich absolut der perfekte Cremeduft. Also der ist schöner als Nivea, der ist schöner als Dove, der ist der perfekte, zarte Cremeduft. Also ich weiß es nicht, ob du... Also ich glaube, Doris hat das Öl nicht mehr. Die hatte den nämlich auch mal. Ich muss ihr mal fragen, ob sie den noch hat. So schade, wenn es das Öl nicht mehr gäbe. Das ist wirklich ein ultraschöner, ultraschöner Cremeduft. Midnight in Milan. Dann hatte ich Fruity Mint Fluff drin von Duftimpressionen. Und das war ein total schöner Minzfruchtduft. Kann man auch immer noch gut riechen. Sehr schön, tropisch fruchtig. Mit Minze, gefiel mir auch sehr gut. Dann hatte ich North Pole von Yankee drin. Da hatte ich auch nur so ein Tarte mir mal gekauft. Und North Pole ist halt so ein Minzduft mit ganz viel cremiger Vanille. Und das war eine schöne Kombi. Im Gegensatz zu dem Candy Cane Lane hatte der keine Foodie-Note drin, keine Teignote, sondern einfach eine schöne sanfte, cremige Vanille und dann Minze. Und das auch wirklich fast 50-50. Vielleicht sogar einen Tacken mehr Vanille, als er Minze hatte. Gefiel mir super. Also North Pole, absolut schöner Duft gewesen. So, dann einer, den ich von Beautiful Fragrances auch als Goodie hatte: Wild Mountain Honey. Und den mochten wir hier alle sehr. Also, das war mal ein Honigduft, der hat hier alle geflasht, also richtig schön, also so ursprünglich wilder Honig, nicht zu süß. Der gefiel uns allen hier sehr, sehr gut. Also da werde ich mir auch auf jeden Fall mal ein Clamshell bestellen, wenn ich den irgendwie im Shop bei Beautiful Fragrances sehe. Dann hatte ich Welcome Christmas drin von Mone. Ja, das ist auch so ein typischer Apfel, Winter, Zimt, Weihnachtsduft. Auch nicht irgendwie besonders außergewöhnlich, aber auch von der Intensität her in Ordnung. Also kann ich nichts Negatives sagen. Dann A Snow Globe World von The Bathing Garden. Einer meiner Schätze. Ich liebe diese Winterdüfte von The Bathing Garden sehr. Die sehen auch schön aus. Und das ist halt so ein Minz-Cremeduft. Ja, Minze, cremige Vanille. Sehr, sehr schön. Etwas mehr minzig als vanillig und ja, liebe ich. Finde ich super. So, dann hatte ich Omas Pflaumenmus drin von letzten Adventskalender. Toller Pflaumenduft mit sehr viel Zimt und sehr authentische Pflaume. Hatte schon fast so ein bisschen was von Backpflaume, von diesem Rumaroma der Backpflaumen. Also authentisch und sehr, sehr winterlich. Auch der war toll. Dann habe ich La Diva aufgebraucht von Doris. Ein sehr femininer Duft. Dem habe ich irgendwann mal den Beinamen Gummistiefel gegeben. Der roch einfach kalt, total nach dem Gummi von Gummistiefeln. Und warm wurde der einfach wunderschön. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich kann alle Fans von La Diva total verstehen. Aber den hatte sie auch leider nicht mehr im Shop seitdem. Darauf warte ich noch, dass ich mir da noch mal einen von gönnen kann.
Dann hatte ich von Iceflower Pink Rose Petals. War auch so ein Pröbchen. Und es steht BBW Wachs drunter. Ich nehme an, Bath & Body Works. Das war ein wunderschöner floraler Duft. Auch total Bath & Body Works mäßig. Also sehr intensiv, sehr schön abgestimmt, süß und doch zuckrig. Als hätte man gezuckerte Rosenblätter. So ungefähr roch der. Mochte ich auch sehr, sehr gerne. Dann hatte ich den warmen Milchreis von Mohn drin. Auf den hatte ich so gehofft im letzten Restock. Ich hatte sie auch selbst persönlich angeschrieben, ob sie den nochmal gießt. Das ist der schönste Milchreisduft, den ich kenne. Und wenn ich jetzt so beide hier rieche im Vergleich, der erinnert mich nämlich jetzt gerade sehr an den Honey Cream. Ja, Honey Cream ist ein Tacken süßer, aber diese Grundnote haben die beide gleich. Dieses karamellig warme, buttrige. Ja, also da, Leute, wer den warmen Milchreis liebte von Enchanted Scents, auch ihr solltet euch diesen mal angucken. Ja, wunderschöne Foodie-Düfte, ganz, ganz klasse. So, dann hatte ich im Badezimmer Watercolors von Kringle an und das ist für mich, geht ja sehr in die Richtung Luna von Sensi. Ein sehr, sehr schöner floraler, aber auch aquatischer Duft. Nicht zu süß. Also Watercolors ist, glaube ich, nicht umsonst ein sehr, sehr, sehr beliebter der Kringle-Düfte. Also gefällt mir total gut. Kann ich auch empfehlen. So, dann hatte ich Christmas Wreath. Ich habe ihn euch vorhin schon mal als kleinen Hauswarmer gezeigt. Nochmal als Tarte. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist der Hauswarmer auch einfach irgendwie schon zu alt. Probierst du den nochmal als Tarte? Ja, und der ist und bleibt sehr zitronig. Und darum ist er nicht mein Favorit. Da gibt es eben einfach schönere Tannendüfte. Dann Crackling Birch von Duftimpressionen. Ja, und das ist ein waldiger Duft nach Birke. Der hat aber auch ein bisschen Zimt drin. Ist eher männlich, also maskulin vom Dufteinschlag her. Und super intensiv. Also wer holzige männliche Parfumdüfte liebt, der sollte Crackling Birch auf jeden Fall probieren. Den mochte mein Mann auch total gerne. Und der hat ja jetzt, habe ich euch schon erzählt, eine Duftlampe im Büro. Und der bekommt die letzten Würfel nämlich jetzt hier mit. Denn ich glaube, dass das total sein Ding ist. So, dann hatte ich von Happy Melts ein Southern Sweet Tea. Ein wunderschöner Teeduft. Hat mir super gut gefallen. Leider ist auch der nicht mehr im Shop von Happy Melts drin. Ansonsten hätte ich den nachbestellt. Den mag ich total. Dann habe ich, ach ja, das ist so schade, dass der leer ist. Claire's Garden von Doris war ein so schöner, kräuterig grüner, aber trotzdem auch femininer Duft. Also ein Melt habe ich noch im Backup-Schrank, dann ist es weg. Und Claire's Garden wäre sofort ein Nachkaufkandidat. Der ist unglaublich schön. Der fast der beste aus der Outlander-Edition, wie ich finde. Dann hatte ich mal was von It's Pure Fucking Magic drin, und zwar Ministry of Magic. Ja, es war auch, ja, die Duftabgabe war leider nichts, muss man ehrlich sagen. Leider nichts, auch sehr, sehr teuer, diese kleinen Scentshots hier. Dafür können die einfach nicht genug. Ich bin da nicht mit zufrieden, ich werde da auch nicht mehr bestellen. Ich hoffe, Leute, die diesen Shop mögen, sind jetzt nicht böse, aber für mich ist einfach die Duftabgabe zu schwach. Das ja, war nichts für mich. Dann hatte ich von Duftimpressionen noch eine Gratisprobe und zwar Silence in Balance. Und das war so ein Spa-Duft. Also der war schön, der war aber jetzt nicht so der.
Also es war jetzt kein Oberhammer. Von daher, die Gratisprobe habe ich gern verdüftelt, aber mehr muss davon jetzt nicht sein. Dann hatte ich Glowing Amber von Beautiful Fragrances drin. Und den mochte ich sehr. Es war halt ein sehr, sehr parfümiger Duft durch diesen Amber. Das ist was, was man nicht jeden Tag haben kann. Der hat so ein bisschen was von, na, wie heißt er von Yankee? Amber Moon. Ja, mochte ich auch sehr. Hat mir gut gefallen, aber als er dann verdüftelt war, war ich jetzt auch nicht böse drum. So, von daher, also diese Amberdüfte, die findet man ja immer mal wieder. Also kein unbedingter Nachkaufkandidat. Dann hatte ich nochmal Enchanted Scents und zwar Precious Moments. Das war auch ein parfümiger Duft. Der roch für mich sehr, sehr weiblich, parfümig. War was Besonderes. Ich würde den im Schlafzimmer verdüfteln, wenn ich den nochmal hätte. Hat mich auch an einen Scentsy-Duft erinnert. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das Schimmer war oder. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, den mochte ich und der war von der Duftabgabe auch in Ordnung. Den kann ich empfehlen. So, dann hatte ich von Iceflower noch was, den Herbstwald. Das war jetzt nicht ganz so mein Favorit. Der war mir zu süß. Ich mag bei Wald und herbstlichen Düften es gerne holzig und herb und der hatte irgendwas Süßes damit drin, was mir irgendwie nicht ganz gefallen hat. Von daher, Duftabgabe und alles top. Also auch die Optik von dem Melt war total schön. Aber den würde ich nicht nachkaufen. Einfach aus persönlichem Geschmack. So, dann hatte ich drin. Ach, jetzt so langsam neigt es sich dem Ende entgegen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Night Orchid von Doris. Ein total schöner, femininer, parfümiger Duft. Unheimlich schön. Blue Chiffon Cupcake. An den erinnere ich mich nicht mehr richtig und deswegen möchte ich da jetzt auch kein Urteil drüber abgeben. Ist zu lange her, keine Ahnung. Dann Elfentraum von Enchanted Scents. Und Elfentraum war so ein schöner Schmetterling, den ich da zur Hälfte verdüftelt habe. Ja, und den fand ich schön. Also sehr, sehr schöner Duft, der auch der Name passt. Also es war so ein sehr verträumter Duft, so feminin und verspielt. Aber auch da war die Duftabgabe nicht besonders gut. Also ich musste wirklich viel von diesem Schmetterling reinpacken, damit ich den gut gerochen habe. Ist also keiner, den ich unbedingt nachkaufen würde, nicht weil mir der Duft nicht gefällt, sondern weil die Duftabgabe etwas schwach auf der Brust war. Dann habe ich noch hier diesen Riesenpie angeschnitten von Bea, Candy Cane Buttercream. Den habe ich mal von Nina geschenkt bekommen und hatte mich da auch mega drüber gefreut. Das ist nämlich total mein Ding. Oh, herrlich, der riecht wirklich nach Zuckerstange. Zuckrig, süß, minzig. Genauso wie man sich so eine Candy Cane Stange vorstellt. Ja, total klasse. Freue ich mich, dass ich da auch noch so viel von habe. Den werde ich auf jeden Fall im Winter jetzt hier noch platt machen. Der gehört absolut noch mit in den Verbrauch. So, dann habe ich noch ein bisschen Sweet Mamsell, Macadamia, Nut Cookie und Lemon Chiffon Cake. Das war ein zitroniger, nussiger Duft, auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Das war eine Tafel. War nicht mehr ganz so stark von der Duftabgabe. Kann ich aber sonst nichts Negatives sagen. Der Duft, den ich gerochen habe, der war schön. Also auch nichts zum Nachkaufen. Bergamot and Myrrh von Duftimpressionen. Ah ja, ich erinnere mich, das war ein ganz außergewöhnlicher Duft. Die Bergamotte ist ja eher so eine herbe, zitrische Note. Und die Myrrhe da drin war super grünkrautig. Also
Hat dem Ganzen auch einen maskulinen Touch verliehen. Ganz besonderer Duft, habe ich so vorher auch noch nie gerochen. Fand ich super. Also mal was ganz anderes. Hat mir auch gut gefallen. So, dann haben wir noch vier Düfte. Dann habt ihr es geschafft. So, hier die vier noch, dann ist leer. Driftwood Island von Duftimpressionen. Ich habe immer diese ganzen Drops hier mal aufgebraucht, wie ihr seht. Ja, das ist so ein Treibholzduft, ne? Also salzige Luft, Treibholz, leicht maskulin. Geht auch so ein bisschen wirklich in die Yankee Candle Driftwood Richtung, fällt mir jetzt gerade so auf. Ja, den mochte ich auch. Vanilla Pumpkin Marshmallow Type von Beautiful Fragrances. Das ist auch Bath & Body Works. Und das ist der perfekte Marshmallow Pumpkin Duft ever. Der ist so schön. Der ist so vanillig rund. Der Kürbis ist nicht zu dominant. Die Marshmallow Note kommt super schön raus. Ein ganz toller, cremig süßer Marshmallow Duft. Also für die Leute, die im Herbst, so wie ich, auch mal es süß und Marshmallow-mäßig mögen, ist das absolut eine Empfehlung. Vanilla Pumpkin Marshmallow. Super. Dann noch ein Daylight von Country Candle und zwar Balsam 4. Der ist noch nicht ganz leer. Super schöner Duft, gefällt mir total gut. Die Duftabgabe war aber leider zu schwach. Also der muss auch ins Gäste-WC weichen, weil da wird es ausreichen, denke ich. Fürs Wohnzimmer hat der nicht ausgereicht. Aber ein sehr schöner Tannenduft. Mag ich. Und der letzte, dann habt ihr es geschafft, ist Kringle Candle Cozy Cabin. Das ist ein richtig rauchiger Holzduft. Richtig verrauchter Pfeifentabak, Kamin, verschneite Hütte. Also da muss man wirklich so Pfeifentabak-Raucharoma mögen. Dann ist der aber ganz klasse. Also sehr festlich, sehr winterlich, sehr gemütlich, aber halt wirklich mit Rauch. Ja, gefällt mir, kann ich aber auch nicht immer haben. Also das ist so einer, der, da reicht auch, glaube ich, hier immer so ein kleines Bröckchen, weil der ist super intensiv. Ja, Cozy Cabin. Das war's, ihr habt es geschafft. Wir sind, oh Gott, bei 52 Minuten. Ja gut, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ihr Lieben. Das war wirklich auch eine Mega-Ausbeute hier, aber das sind auch einfach meine Lieblingsmonate. November, Dezember, da wird hier gedüftelt, was das Zeug hält. Da ist immer eine Lampe an. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ganz tolle Silvestertage. Kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und ja, fröhliches Düfteln weiter. Ciao!